Nächster Redner in unserer Aussprache ist für die Fraktion der CDU-CSU Kollege Thomas Jarzombek. Bitte schön, Kollege Thomas Jarzombek. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns liegen heute zwei Anträge der Linksfraktion vor und die Antworten, die Sie geben, scheinen ganz einfach. Der Staat muss einfach die Kontrolle über die Bahn übernehmen. Ich glaube aber, dass der Staat das nicht gut kann. Und ich möchte Ihnen noch ein konkretes Beispiel schildern, woran Sie sehen können, wie der Staat eine Strecke runterwirtschaftet. Das ist eine Linie, die S28 von Karst nach Mettmann. Auf dieser Linie hat die Deutsche Bahn, damals auch noch als Staatsbahn, bis in Anfang der 90er Jahre immer mehr Fahrgäste verloren und am Ende 1998 nur noch 512 Fahrgäste pro Tag gehabt und gesagt, es lohnt sich nicht mehr. Es ist ein privater Unternehmer gekommen, er hat die Strecke auf Vordermann gebracht, er hat die Bahnhöfe auf Vordermann gebracht, er hat 8 neue Züge vom Typ Talent gekauft und siehe da, in der Zeit von 1999 bis 2011 sind aus 512 Fahrgästen am Tag 23.550 Fahrgäste geworden, jeden Tag. Der Takt wurde von 60 auf 20 Minuten verkürzt und im Übrigen ist Service und Sauberkeit eine wichtige Strategie dieses mittelständischen Betriebes. Und das zeigt, dass wir mehr und nicht weniger Wettbewerb brauchen. Frau Leidig, wenn Sie sagen, das soll überall so sein, dann stimmen wir Ihnen an der Stelle vollkommen zu. Und deshalb haben wir seit 1994 die Bahnreform gemacht, die Privatisierung und den Wettbewerb im Regionalverkehr ans Laufen gebracht. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben... Herr Kollege Jarzombek, gestatten Sie eine Zwischenfrage unserer Kollegin Sabine Leidig? Jederzeit. Herr Jarzombek, Sie sprechen sozusagen von einer Zeit vor der Bahnprivatisierung und einer Zeit nach der Bahnprivatisierung bzw. Bahnreform, wie Sie es nennen. 1993/94 ist die Zäsur, da haben Sie völlig recht. Ist Ihnen bewusst, dass seit dem Jahr 1994 7.000 Streckenkilometer Bahnstrecke in Deutschland stillgelegt worden sind, dass tausende Bahnhöfe geschlossen worden sind und dass das Personal bei der Bahn etwa halbiert worden ist? Ist Ihnen das bewusst und wie bringen Sie das in Übereinstimmung mit Ihrer Vision von einer flächendeckenden Bahn? Ich glaube, da müssten Sie jetzt auch konkret Ross und Reiter benennen und dann müssten wir jetzt über Bahnhöfe sprechen, von denen Sie glauben, dass man die hätte aufrechterhalten müssen und dass sie wichtig für die Akzeptanz sind. Ich kann Ihnen nur sagen, wie sich die Zahlen der Fahrgäste entwickelt haben von dieser Zeit seit 1994 und das ist es, worauf es ankommt. Wir hatten 1994 26.604, bitte bleiben Sie stehen, nicht hinsetzen. Natürlich ist das die Antwort auf Ihre Frage. Sie haben gefragt, ob ich wissen würde, wie viele Menschen in der Fläche die Züge seit 1994 benutzten. Und die Antwort liefere ich Ihnen gerade. Es waren Regionalverkehr, Regionalisierung, da haben wir den Wettbewerb eröffnet. 1994 29.694 Personenkilometer. 2011 42.312 Personenkilometer. Der Regionalverkehr, nicht der Fernverkehr. So, und deshalb ist die Bahnreform von 1994 ein Riesenerfolg und es zeigt, dass so wie die Regiobahn, von der ich Ihnen berichtet habe, die S28 zwischen Karst und Mettmann betreibt, davon gibt es ganz, ganz viele in diesem Lande. Und deshalb danke ich nicht nur den Mitarbeitern der Deutschen Bahn für ihren Einsatz, sondern auch den Mitarbeitern all dieser Privatbahnen. Und es zeigt sich, dass eben diese vielen privaten Unternehmen es geschafft haben, im Regionalverkehr mehr als ein Drittel zusätzliche Fahrpassagiere in 15 Jahren zu generieren. Und das ist ein Erfolg. Wir müssen allerdings einen Schritt weitermachen. Wenn Sie sehen, wie groß der Wettbewerbsanteil ist, dann haben im Schienengüterverkehr, da sind wir mittlerweile gut unterwegs, sind 26% der gefahrenen
Tonnenkilometer von privaten. Beim Regionalverkehr sind es 13% mittlerweile von Wettbewerbern, die sich hier einen Marktanteil erschlossen haben. Aber im Schienenpersonenfernverkehr gibt es de facto überhaupt keine Konkurrenz zur Deutschen Bahn AG. Und wenn, und da haben Sie in Ihrem Antrag natürlich viele Dinge aufgezählt, die wir auch wollen, von der Barrierefreiheit von Bahnhöfen bis zur Fahrradmitnahme im ICE, gibt es ein ganzes Paket, was wir auch wollen. Die Frage ist ja nur, wie erreichen wir das? Und ich glaube, dass wir das nur erreichen können, wenn wir mehr Wettbewerb auch im Fernverkehr schaffen. Und das ist der Grund, weshalb wir ein Eisenbahnregulierungsgesetz noch in diesem Jahr machen werden. Und mit diesem Eisenbahnregulierungsgesetz werden wir die Möglichkeiten für Wettbewerb deutlich verbessern, ob es um den Zugang geht von Fahrkartenautomaten bis hin zu den Stationsentgelten, werden wir mit dem Eisenbahnregulierungsgesetz dafür sorgen, dass es mehr Wettbewerb und damit ein Mehr an Kundenservice und ein Mehr an Orientierung an den Bahnkunden in Deutschland geben wird. Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein Wort zu Ihrem zweiten Antrag sagen. Sie haben einen weiteren Antrag gestellt und erklärt, dass es eine Menge technische Probleme bei der Bahn gegeben hat. Wissen wir alle, von den Radsatzwellen bis zu den Talentzügen. Und das läge nur an einem einzigen Grund, nämlich dass im Vorstand keine Menschen seien, die eine Bahnlehre haben. Wenn die Welt so einfach wäre, wäre das wahrscheinlich eine geeignete Lösung. So einfach ist die Welt aber nicht. Was Sie den Menschen verschweigen, ist, dass die Technik heute einfach sehr komplex geworden ist. Vor 30 Jahren hatten Sie noch ganz einfaches mechanisches Zuggerät. Wenn Sie heute angucken, wir haben diese Talent-2-Züge, von denen über 100 für eine ziemlich lange Zeit auf Abstellgleisen stehen und nicht zugelassen werden. Diese über 100 Talent-2-Züge werden nur deshalb nicht zugelassen, weil sie Softwareprobleme haben. Nicht, weil irgendwas an diesen Zügen in der Mechanik nicht stimmt, sondern wegen Softwareproblemen. Und jeder, der in den letzten 10 Jahren ein neues Auto gekauft hat, kann vielleicht ein Lied davon singen, wie kompliziert die Systeme wurden. Und so ähnlich ist es auch mit dem ICE und den Radsatzwellen. Das, was Sie durch hochfeste Stoffe haben, an Rissen in den Achsen, das finden Sie genauso wieder beim Airbus A380 oder beim Boeing Dreamliner. Der Trend in der Technologie ist, mehr Leichtbau zu haben. Und dieser Leichtbau sind hochfeste Stoffe. Und diese hochfesten Stoffe sind halt anfälliger für Risse und Ähnliches. Das hat nichts mit dem Personal im Vorstand der Deutschen Bahn zu tun. Das sind technologische Entwicklungen, die Sie auf vielen, vielen Feldern haben. Das hilft uns nicht weiter, insofern, als dass wir es bekämpfen müssen. Aber wir müssen es mit mehr Technologie, mit mehr Forschung und mehr Wettbewerb machen. Das sind die Möglichkeiten, die sich ergeben. Wenn Sie zurück wollen zur Staatsbahn, dann kann ich Ihnen am Ende nur ein jugoslawisches Sprichwort zuwerfen. In Jugoslawien hat man gesagt, die Sardelle ist in Wirklichkeit ein Walfisch, der alle Phasen des sozialistischen Aufbaus durchgemacht hat. Vielen Dank. Unser Kollege Thomas Jarzom.